Hallo zusammen. Heute wird eine edle Schmuckdose gedrechselt. Zum Verschenken, Verkaufen oder vielleicht um selber einen Antrag zu machen? Dabei werde ich die einzelnen Arbeitsschritte genau erklären und zeigen, worauf zu achten ist. Viel Spaß beim Video. Als Material wird Pflaumenholz und gestockte Buche verwendet. Auch wenn ich bereits ein paar Dosen gedrechselt habe, einen groben Plan zu haben, ist immer gut. Um das Werkstück einseitig sicher spannen zu können, benötigen wir einen Spannzapfen für das Drechselfutter. Korpus und Deckel werden markiert und mit dem Abstechstahl voneinander getrennt. Mit einer feinen Säge, in dem Fall einer Ryoba, werden die Teile voneinander getrennt. Mit der Schalenröhre wird plan gedreht und ein Teil schon mal ausgehöhlt. Mit dem Multitool wird eine Passung in den Korpus gedreht. Der hintere Bereich wird leicht hinterdreht, das erleichtert den Luftaustausch beim Schließen. Sollte die Passung zu viel Spiel haben, kann man mit Sekundenkleber eine Schicht auftragen oder auch mal zwei oder drei. Mit der Formröhre wird die Kontur der Dose gedreht. An der Trennfuge zwischen Korpus und Deckel werden zwei Verzierungen eingearbeitet. Beim Arbeiten in der Nähe vom Drechselfutter muss man schon ganz genau aufpassen. No, das kannst du vergessen. Mit der linken Flanke der Formröhre kann man auch relativ gut aushöhlen. Die Schärfe lässt allerdings schnell nach und man muss wieder neu nachschärfen.
Die Verzierungen werden abgerundet und hier muss man mit ganz viel Feingefühl rangehen. Als Oberflächenbehandlung kommt eine Neuentwicklung in Zusammenarbeit mit Kreidezeit zum Einsatz. Aber dazu werde ich in einem gesonderten Video näher drauf eingehen. Seid gespannt! Durch die runde Schneide des Ausdrehstahls lässt sich die Kontur noch etwas leichter einebnen. Die Bohrung in der Aufspannhilfe hat einen bestimmten Zweck. Sollte die Passung zu stramm sitzen, dann kann man durch die Bohrung mit einem Stößel das Werkstück rausdrücken. Mit dem Vierkantmeißel des Multitools werden die Einstiche eingearbeitet. Übrigens, alle Werkzeuge sind in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Deckel habe ich etwas ganz Besonderes vor, und zwar möchte ich hier die gestockte Buche einarbeiten. Ich meine Inlay oder Intarsien nennt man sowas. Für eine gute Klebeverbindung sollte die Klebestelle möglichst plan sein. Und auch hier ist darauf zu achten, die Klebefläche plan herzustellen. Beim Verkleben achte ich darauf, dass die Jahresringe der beiden Hölzer in die gleiche Richtung zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du magst, kannst du den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. So sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.